Ja, doch, wir haben. Psst. Psst, nicht sagen. Ja, flüstern sich so ein bisschen zu und Maxwell wieder gerade gemauschelt wird. Was nicht sagen. In Priors Namen spricht die Wahrheit. Naja, für 3 Silber kriegen wir gar nicht mal so viel Bier für. Ich leg nochmal 7 nach. Habt ihr eine Anstellung für uns? Ihr seht aus wie ein reicher Mann. Oh, ihr seht aus wie ein Kapitän. Guck mal zu Karas an, der mich jetzt hassen wird. Kann vielleicht ein paar Seeleute gebrauchen. Wenn sie gut sind und nicht krank. Wir sind nicht krank. Ich bin mir sicher, dass wir die Hochwürden hier besser beurteilen können. Ah. Vor ein paar Stunden haben wir gesehen, wie Kelekel und Todesmond, die haben sich geprügelt mit so einem Rowdy. Ei, mit so einem Rowdy. Hat einen in den Bauch bekommen und danach flogen wohl ein paar Stühle. Zerbrochene Stühle, zerbrochene Beine, Arme. Haben ganz schön gelitten. Ich hatte als erstes überlegt, ob wir da helfen, aber die waren schon zu zweit und dachten wir, dass wir es hinkriegen. Hat sich ganz schön gewehrt. Oh, er hat sich ganz schön gewehrt, der Mann. War ein guter Typ. Ob der hieß Potro oder so. Zumindest hat die ganze Taverne seinen Namen geschrien. Er ist wohl bekannt hier. Und da will man ja auch nicht, wenn man unbekannt hier in der Taverne ist, will man ja auch nicht eingreifen, wenn das so ein bekannter Mann ist. Ja, zumindest kam dann die Stadtwache und dann haben sie ihn abgeführt. Und die beiden anderen auch, die haben aber weitergekämpft und dann mussten sie zusammenschlagen. Hab ich schon mal weggeguckt, aber gut, das sind Unteroffiziere, die werden schon wissen. Das waren Unteroffiziere, wenn das Matrosen, wenn das Mannschafter wären, dann hätten wir da sicherlich, ja gut, bei der Stadtwache, naja, war ja schon unfair. Unsere beiden haben ja angefangen. Warum auch immer. Haben die beiden sich vorher auch öfter mal geschlagen? Nee, nie. Wie gesagt, Unteroffiziere halten sich für was Besseres, nur weil sie irgendwann mit einer Ausbildung abgeschlossen haben, eine richtige. Ja, unser eins kann dann nur Taue schmeißen oder Segel flicken. Da kriegt man auch keine Heldenarbeit dafür. Aber die halten sich für was Besseres und dann, wenn sie auf dem Landgang sind, dann verpressen sie ihren Sold bei den Huren oder sowas. Naja, zumindest saßen sie dann kurz am Sold und Säbel noch hier, haben sich mit ein paar anderen Söldnern unterhalten und geprahlt und dann, naja, wurden sie auch wieder so ein bisschen stiller. Saßen so ein bisschen am Tisch und dann, ja, wir hatten noch überlegt, ob wir die ansprechen, aber irgendwann kam dann Potro und hat dann wohl für mächtig Klambim da gesorgt. Worüber wurde denn geprahlt? Naja, dass wir Kraken bekämpft haben. Kraken bekämpft habt? Wann war das denn? Schon länger her? Ja, wir waren mitten auf der blutigen See, sag ich mal. Und kam so ein kleiner Krake. Ich glaube, das war so ein. Ja, er hatte aber auch nicht alle Arme. War schon ziemlich kaputt. Irgendwo kurz vorm Sturm von Manaskar. Und, ja, den haben wir dann kaputt gehauen. Und da sagte der Smoothie, ja, können wir essen? Der ist wohl ganz gut. Und dann haben wir uns ein bisschen, ja, so Krakenringe gemacht. Ja, dann gab es einen weiteren Sturm, aber der war anders als sonst. Das war so ein blaues Leuchten. Gar nicht mal so mit viel Regen und Wasser und Sturm, sondern na, irgend so ein magisches Phänomen, sag ich mal. Das kam über. Und dann sind wir auch gleich danach Kunchemann gelaufen. Bin mir nicht ganz sicher, was das sollte. Aber uns geht's gut, also normalerweise krank ist keiner. Ich wende mich mal an die Mitgereisten. Euer Hochwürden. Kann diese Krankheit vielleicht daher gekommen sein? Von dem, was die Männer beschreiben? Das kann sein. Die genaue Ursache, wie so etwas entsteht, ist nicht ganz geklärt. Ratten ist natürlich eine Möglichkeit, aber wenn diese dann noch leicht korruptiert verseucht ist, also wenn die blutige See diese Krankheit den Männern entgegenwirft, kann es eben auch so passieren. Ich weiß es nicht genau, wie so etwas entsteht. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich mit diesem Fall konfrontiert wurde.
Könnt ihr sie. Woher? Frag doch mal die Leute, die sind ja Bewusstsein, wie viel Leute waren denn auf dem Schiff? Weil wir wissen ja schon von einigen Leuten. Ja. Mit wie vielen Leuten seid ihr denn hier an Land gegangen? Also, ja. Ja, das sind wohl gut und gerne 20 Mann gewesen. 20 Mann. Und wie viele davon waren Unteroffiziere? Das waren zwei. Das waren die beiden, die hier ausgerastet sind. Nur die beiden. Turismund und Kelekel. Der eine war ein Halbelf. So ein ganz hübscher. Ja, das sind die, die man beschrieben hat. Euer Hochwürden, könnt ihr sie untersuchen, um festzustellen, ob sie gesund sind? Ja, das kann ich gerne tun. Unter Umständen hat nicht die gesamte Mannschaft sich angesteckt. Das wäre ein großer Vorteil für uns. Ich werde mich mit Ihnen unterhalten. Ja, nee, du, wir wollen hier noch nicht weg. Setzt euch erstmal dazu. Bisschen Bier, neues Silber. Setzt euch dazu, trinken Bier mit uns. Können wir uns über den Sold unterhalten, wenn wir mitkommen. Wir brauchen Arbeit. Unterhaltet euch erstmal mit Ihrer Hochwürden. Ich werde kurz und dann drehe ich mich auch schon um. Habt ihr noch irgendwelche Vorschläge? Nein, wir sollten diese Unteroffiziere finden. Todesmund und Kilikil. Wie das klingt, sind das die, die in der Hafengarnison im Keller liegen. Dann sollten wir sie rausholen und schleunigst in den Terbonitentempel schaffen. Die wurden auch schon in den Tempel gebracht. Ach Richtig, so. das haben wir bereits veranlasst. Gut. Vielleicht sollten wir auch nochmal die Stadtgarnison überprüfen, die mit diesen Unteroffizieren zu tun hatten, ob sie krank geworden sind. Die saßen doch bereits mit Achmat im Terboniterkloster im heißen Bad. Ach so, okay. Vielleicht wissen die drei, wo wir andere Leute von der Platz noch finden. Desto schneller wir sie finden, desto schneller könnten wir uns um die anderen Dinge kümmern, die so wichtig sind. Ömer, du bist doch sehr fexgläubig. Was weißt du denn mit deiner Götter- und Kulteprobe über die Familie Charazar? Wahrscheinlich nichts. Ja, auf der Straße braucht man den Namen nicht hören. Immer weiß aber nichts. Selem ist weit entfernt. Brabak ebenso. Ja. Kiara, wisst ihr etwas über diese Familie? Wenn sie aus Selem kommt, aus dem Süden? Selem, nun, ich kann euch viel über Selem erzählen, aber eine Familie, die aus Selem kommt, nun, sagen wir es so, niemand will so genau mit den Selemern zu tun haben. Also, ich habe von dieser Familie noch nie gehört. Nein, aber wie gesagt, ich kann euch einige Geschichten über Selem selbst erzählen. Ich war bereits einmal dort. Ein Gerücht sagt, Selem ist die Stadt der Verrückten. Das ist eine Untertreibung. War Rodrigo nicht von da? Oh, den kennt ihr alle gar nicht. Sucht, ich mach den Scheiß schon zu lange. Gott, Selem ist Keras, ein Sohn vieles wir werden sowieso noch Schauens. Seeleute brauchen. Wenn die drei gesund sind, können wir sie genauso gut mitnehmen. Vielleicht sollten wir die restlichen Seelen auch noch finden. Die restlichen 15, wenn ich richtig mitgezählt habe. 14. 14? 14. Wir haben schwerlich die Zeit, alle Kneipen in der Stadt abzuklappern nach diesem Sommer. Vielleicht kann Ömer uns helfen mit seiner weitläufigen Verwandtschaft. Ich kenne hier einige Leute, die könnten auch sich umhören, aber die hätten natürlich ganz gerne naja, auch ein kleines bisschen Backschisch dafür, damit sie die Zeit, die sie dann nutzen, nach diesen Leuten zu suchen, nicht ja, andere Arbeit verrichten müssen, die Na zu gut, erledigen. na gut, na gut, es soll passieren. Wir könnten ja eine Art Kopfgeld ausschreiben auf jeden von diesen ein Dukaten, wer einen von diesen Seeleuten uns anbringt oder uns verrät, wo wir ihn finden können. Einen Dukaten, wer ihn Terboniterkloster abliefert. Einen halben, wenn wir ihn selber holen müssen. Vielleicht sollten wir noch dazu schreiben, wenn Sie sich selbst abliefern zur Untersuchung, dann kriegen Sie den Dukat auch. Oder den Natürlich. halben. Natürlich. Vielleicht gehen auch einige Leute freiwillig dahin, denken sich, okay, kostenlos waschen, untersuchen und noch Geld bekommen. Die sind ja Ja. schließlich alle jetzt ohne Arbeit. Ja, das könnte uns Arbeit abnehmen.
Wie bringen wir das am schnellsten an den Leute? Ach, natürlich. Über den Klatsch. Der Klatsch kommt zwar gut an, aber nicht überall in Kuntium. Also ich meine damit, das Maraskana-Viertel, da wissen es dann ganz viele Leute, aber außerhalb des Maraskana-Viertels dauert es deutlich länger. Nun, die meisten dieser Matrosen werden vermutlich hier in der Hafengegend sein. Hier ist ja im Grunde das Maraskana-Viertel und die Kontorgebäude hier. Ich kenne einige Ausrufer. Die könnte ich einfach mal hier und da fragen. Es ist das sagen. Durchaus möglich, dass ihr damit, wenn ihr diese Nachricht so verbreitet, eine Panik auslöst. Weil Leute gesucht werden, die ins Terbonita-Kloster sollen? Wenn bekannt wird, dass Leute mit ansteckenden Krankheiten durch die Stadt laufen. Und das müssen wir ja nicht sagen. Wir sagen einfach nur, dass sie gesucht werden. Die Gerüchteküche kann durchaus auch gegen uns arbeiten. Habt ihr einen besseren Vorschlag? Wir werden nicht durch die Stadt tingeln oder alle Kneipen absuchen. Nein, das wird definitiv zu lange dauern, das stimmt. Vielleicht sollten wir das Gerücht verbreiten, dass die Leute suchen, weil wir etwas wissen wollen von ihnen. Sie treffen uns im Terbonitentempel. Wir könnten das Gerücht verbreiten, dass die Leute suchen, weil wir sie anheuern wollen. Oder so. Ich könnte deine Belohnung aussetzen. Sobald die anheuern sagt, wird es gut sein können, dass. Ja, dass ganz viele Leute kommen, die einen deswegen wollte ich ja nur verbreiten, dass wir sie suchen. Diese Leute suchen von diesem speziellen Schiff. Das stimmt auch, ja. Naja, ich denke, eine Belohnung darauf, dass sie kommen, wird weitaus besser sein als eine Sicht auf Arbeit. Wenn die drei Matrosen hier vorne doch gesund sind, dann bezahlt sie doch für 3 Tage, dass sie im Terbonitenspital sozusagen gucken sollen, dass wenn ihre Freunde reinkommen, sie als Leute der Mannschaft identifizieren können, dass nicht jeder dahin kommt und sagt, hier, ich bin auf der Meeresreiter gewesen und will jetzt ganz gerne mein Geld. Na, dann können wir dir 3 auch dafür bezahlen, dass sie durch die Kneipen touren und ihre Leute einsammeln. Es wäre durchaus möglich, sie für beides zu bezahlen. Wir sehen Männern 10 Dukaten und sie machen den Rest. Oder sie versaufen ihn. Gib ihnen das Geld danach, nach der Arbeit. Ja. Ihr könntet ja auch Saatfest das Geld geben. Die Frau scheint mir sehr, sehr pflichtbewusst zu sein und ja, die wird die Leute dann schon bezahlen entsprechend. Wenn ihr das mit ihr und den dreien ausmacht, wenn die drei gesund sind. Und gerade wenn das mit dem Terbonitenspital alles passiert, ist es doch eine bereinige, gefällige Tat. Ja, natürlich. Also wir geben Saatfest ein wenig Geld. Und sie soll für jeden Fall der Mannschaft, der eingetrieben wird, einen Dukaten auszahlen, ja? Und das Gerücht verbreiten wir über Ömer oder über wen? Ich würde jetzt hier zu den Ausrufern gehen, weil ich ein bisschen Geld habe und die dafür bezahlen, dass sie das eben ausrufen, dass die Mannschaftsleute gesucht werden von der Meeresreiter. Genau, wie viel brauchst du? Ich bin etwas unschlüssig. Ich habe noch nie Ausrufer gefragt, was sie dafür nehmen für ihre Arbeit. Dann geht und fragt sie. Reicht ein Goldstück? Brauchst du mehr? Brauchst du weniger? Ich denke, dass ich mit einem Goldstück auskomme. Gut. Wie viele Mann waren in der Mannschaft? 20. Wir haben hier 3, dann werden wir links noch 15 mitgeben. Was mitgeben? Dann werden wir Saatgut noch 15 mitgeben, weil noch 15 Mannschaftsmitglieder fehlen. Mindestens okay. 20 waren auf dem Schiff. Wir haben hier 3, in der Hafengarnison hatten wir 2. 20 minus 5, ach, wenn wir jetzt willen, ja. Ich drehe mich zu Saatgut um. Und ihr wollt jetzt, dass ich den Ausrufern was sage? Was sollen die genau ausrufen? Also wie die Mitglieder der Mannschaft, die Meeresreiter im Terbonita-Spital suchen. Okay, und das mit dem Abliefern melden, ist dann hinfällig? Nur, dass jeder von denen, der sich dort meldet, einen Dukaten erhält. Oder jeder, der sie dort abliefert. Oder jeder, der sie dort abliefert, genau. Am besten lebend. Was passiert, wenn 3 Leute einen abliefern? Dann müssen sie sich den Dukaten wohl teilen. Gut. Das ist ja ein Kopfgeld und nicht ein
Suchergeld, das für jeden Sucher ausgezahlt wird. Besteht darauf, dass sie lebend antanzen? Natürlich, natürlich. Das werde ich ganz ausdrücklich dazu sagen. Ja, woher, was kann ich für euch tun? Zunächst einmal, sind die drei denn bereine Wille gesund? Ich konnte bei einem der drei, konnte ich die Male erkennen. Ich werde sie gleich abbinden und dann mit ihm gemeinsam durch die Stadt gehen. Hier, Shaul, der etwas leise ist, der noch nichts gesagt hat. Gut. Ich werde die anderen beiden auch mitnehmen. Ich weiß nicht genau, ob er schon weiteren Kontakt mit denen hatte, aber sie werden untersucht und sieht zumindest gut aus, solange er noch nicht ausgerastet ist. Nun, wie ihr sicherlich mitgehört habt, waren insgesamt 20 Leute an Bord dieses Schiffes. Ja, ich hab das mit einem halben Ohr mitgehört. Ihr werdet sie dann zu mir schicken. Das ist gut. Dann weiß ich, was zu tun ist, wenn sie kommen. Genau, hier habt ihr ein paar Münzen und zahlt auch jedem von denen, der einen der Matrosen abliefert oder jeden Matrosen, der von alleine kommt, einen Dukaten aus, ja? Das werde ich tun. 14 müssten es noch sein. Dann habt ihr euch schneller darum gekümmert, als ich eigentlich dachte. Mit Absperren und so etwas hätte glaube ich, wesentlich zu lange gedauert. Nun, ich fürchte, das ist doch alles, was wir tun können. Es kann gut sein, dass wichtigere Angelegenheiten aus der Stadt fortrufen. Wir müssen uns immer noch um das Schiff kümmern. Also gut, ich komme von hier aus alleine zurecht. Herzlichen Dank, dass ihr mich gleich rufen lassen habt. Hoffen wir, dass diese Krankheit eingedämmt werden kann, bevor es zu spät ist. Und bevor es uns noch mehr Geld kostet. Kleinigkeiten, Keras, Kleinigkeiten. Ja, dann schüttelt sie Ömer nett die Hand. Das habt ihr gut gemacht, Ömer. Aber natürlich, alles für die Götter. Alles für die Götter. Alles für die Götter. Ja, sie ist immer noch der festen Überzeugung, dass Ömer das Ganze hier leitet, auch wenn das Geld von euch kam, und geht dann gemeinsam mit den drei Matrosen ab. Naja, ohne Ömer würden wir das ja auch nicht auf die Reihe kriegen, also lassen wir es mal durchgehen. Nun gut, gehen wir zur Hafengarnison. Sie sollen sich um dieses Schiff kümmern. Und dann gehe ich zur Hafengarnison. Ja, als du dich gerade auf dem Weg machst, kannst du sehen, wie wohl eine Truppe aus Männern dir entgegenkommt. Den schweren Schritt erkennst du sofort. Auch hinter ihm die beiden Männer, sie sind unverkennbar. Eine weitere Frau ist dabei und ein Effortgeweihter. Der dir jetzt entgegenkommt, ist der Kapitän, der in sämtlichen Geschichtsbüchern steht, der den Begriff Kapitän verkörpert, ein albernischer Hühner. Um die 60 Jahre alt, leichte graute Haare, ein bisschen rot kann man noch erkennen, knolliges Gesicht, Schnauzbart, schwerer Schritt. Rate Ralsanin in seiner, ja, strahlend blau-roten Kapitänsuniform, auch ein Zwicker, den er sich gerade aufgesetzt hat, um umso mehr Befehlsgewalt und Erfahrung auszustrahlen. Hinter ihm mit ebenso schwerem Schritt, Viborn der Stählerne. Zweiter Wachoffizier und Baron Wilbo Kornplötz, der erste Offizier, gemeinsam mit dem Beferdi Resowig Sturmtaucher und der ersten Bordmager Trismagena. Kommen sie auf euch zu und er rückt da mal seinen Zwicker zurecht und schaut dann über ihn hinüber, betrachtet dich. Ich salutiere erstmal. Greifenmund, waren wir nicht verabredet in eurem Kontor Perlenwacht? Admiral, das ist richtig, wir waren gerade auf dem Weg dorthin. Ihr seht mir so aus, als ob ihr zur Hafengarnison wolltet. Ich werde einen Läufer losschicken. Immer, machst du das? Ja, natürlich. Gut. Was soll ich in der Hafengarnison tun? Das Schiff abriegeln lassen. Ja, natürlich. Was denn den Schrieb, damit wird das gehen. Ich habe euren Brief erhalten. Eine schwarze Taube brachte ihn mir. Wir sollten uns vielleicht nochmal darüber unterhalten, wie Informationen abgeschickt werden, aber... das ist jetzt nicht so wichtig. Und dann gehen wir zum Kontor. Es gibt wichtige Dinge zu besprechen. Okay. Gehen wir zum Kontor.
Ja, Ömer kann dann mit ungefähr 2 Minuten Verspätung, kann er dann ebenso, er hat einen Schrieb, der auch auf ihn ausgestellt ist, von der Bereinekirche mit Stempel ist ja, damit kann er dann natürlich sehr schnell agieren, um sich da rechtfertigen zu müssen. Mit 2 Minuten Verspätung kann auch er dann ziemlich abgehetzt dazukommen. Und ja, dann steht ihr in eurem Kontor. Imperium Perlenwacht. Wirklich aufgeräumt sieht es hier nicht aus. Kommen wir mal rein. Blicke die Söldner allesamt sehr giftig an. Aufgemerkt, Admiral im Saal. Und dann tritt hinter Jalan die Prozession von Ratarelsan hinein. Ja, Ferjarion kommt dann auch auf den Kapitän zu, geht dann auch sofort in Stillgestanden, wenn er seinen ehemaligen Kapitän da sieht. Freut sich wohl, strahlt wie ein Honigkuchenpferd, dass er da gerade noch ihn erwischt, aber sagt auch nichts. Kein normaler Mann erdreistet sich, einen Kapitän anzusprechen. Gut. Wenn die Herren bitte hoch ins Besprechungszimmer folgen möchten. Die schweren Stiefel der Offiziere, gerade die von Sanin, knarren das Holz. Und dann, nachdem ihr euch dort kurz umgeblickt habt, Jalen verschwindet im Besprechungsraum, der viel zu klein ist. Jetzt für euch und die Offiziere, die er dort mitgebracht hat. Was tut ihr mit Ömer? Ömer ist, wie gesagt, auch gerade mit rotem Gesicht unten angekommen. Darf der mit nach oben oder soll Das der sich unten zu den... Macht keinen Sinn, ne? macht echt Er keinen Sinn, soll ihn mitzunehmen, macht sorry. keinen Sinn. Ich Ich soll würde ihn was zu gerne trinken was. bringen. Dann Nicht bringt er bei dem, was wir besprechen, nein. bringt Keine euch was zu Dingsgang trinken? gar Nein, nicht. alles klar. Nee, Ja. macht wirklich keinen Sinn. Alles klar. Dann sitzt ihr oben, beziehungsweise Platz für alle wird nicht sein. Ich biete Sani natürlich meinen Sitz an. Lass mich immer hier hin. Trismegistus stellt sich hinter ihn. Dann stellt sich Korntorz setzt sich hier hin. Viborn setzt sich dahin. Wolltest dich Na gerade gut. hinsetzen, da zieht dir Viborn den Stuhl weg und setzt sich dann selber hin. Warte. Kein Warte. Sorry, ich muss kurz. Problem. Dafür ist es da. Du hast ja schon einiges mit Vibon hinter dir. Oh Mann. Greifenmund, mein Scheiße. Stuhl. Schiebt er dich, Vibon! er schiebt dich beiseite. Vibon, ihr seid hier zu Gast. Ravias Namen macht keinen Blödsinn. Ihr sprecht mich mit zweiten Wachoffizier an. Auch wenn ihr nicht mehr hier angeheuert seid. Ich habe euch nie erlaubt, mich mit beim Vornamen zu nennen. Was ist denn euer Nachname? Er kneift ein bisschen die Augen zusammen. Willst du es rausfinden? Für dich, Ja. Wachoffizier. Die Herren, bitte, setzt euch doch. Es gibt weit Wichtigeres zu besprechen. Na gut, setzt euch neben den anderen Fahne. Und dann ganz leise, dass nur wir Ballers hören können. Das ist noch nicht fertig. Er tätschelt sich so ein bisschen liebevoll an seinen Gürtel, wo du eine neue Balestrina erkennen kannst. Gehe ich erstmal um den Tisch rum, stütze mich dann neben Ahmad auf. Hol erstmal den Brief raus. Vor 8 Tagen hat uns ein anonymer Brief erreicht. Hier, seht ihn euch selbst an. Oder soll ich ihn vorlesen? Selbstverständlich ist mein Offizier der Inhalt dieses Briefes bereits bekannt, aber lese ihn noch einmal vor. Er selbst rückt seinen Zwicker noch einmal zurecht und holt dann selber ein Pergament hervor. Admiral Sanin, ich habe jüngste Wort von einer Gelegenheit erhalten, dem Feind zu schaden, die ich mir auf keinen Fall entgehen lassen kann. Falls es euer Wunsch ist, bei einem solchen Unterfangen Unterstützung zu leisten, dann trefft mich in einigen Tagen in Kuntium, damit ich euch persönlich von den Entwicklungen berichten kann. Lux Triumphat, ja, dann greifen wir vom Schnattermoor. Ich meinte diesen Brief hier, den ich gerade in der Hand halte, der uns erreicht hat. Das habe ich schon verstanden. Dies ist der Brief, der mir zugespielt worden ist. Hier steht wie folgt: Ihr, Bezwinger der blutigen See, die Zeit zu handeln ist gekommen. Euch ist bestimmt, Xerans wertvolles Kleingut zu erbeuten. Ihr, hier steht tatsächlich Ihr Name, Splitter.
Er verlässt die sicheren Hallen Medinas und wird im Geheimen nach Rodat getragen, wo er in 20 Tagen der Nabel eines Rituals zu Ehren der unbarmherzigen Gesäuferin sein wird. Niemals wieder wird das Artefakt derart ungeschützt sein. Das Korn ist reif, es muss geerntet werden. Seid am Insanktum von Rulat, der bodenlosen Grube an der Nordostspitze der Insel. Wenn Amrychot Tagesherrscher ist, der Delfin von Leftan durchkreuzt führt und Jonao und Ulchucho hinter den Sternen stehen, kommt eure Gelegenheit. Dies ist keine Hinterlist. Sendet eure Späher aus und ihr werdet sehen, dass das Unheiligtum einsam wie immer in der Brandung liegt. Es schreibt euch keine Freundin, doch eine Zweckverbündete. Rulat. Er tippelt ein bisschen auf dem Tisch herum. Ich habe bei unseren gemeinsamen Freunden darum gebeten, diese Information zu korroborieren, aber noch keine Antwort erhalten. Ja, die Briefe von ihm tauchen mal auf, mal nicht. Man muss damit leben. Jedenfalls ist dies, wenn es denn wahr und keine Falle ist, eine Gelegenheit, die zu groß ist, als dass man sie verstreichen lassen kann. Dass Ziran auch unter seinesgleichen seine Feinde hat, ist ja wohl bekannt. Die Reisedauer, die ich mit meiner Seeadler brauche, einem der schnellsten Schiffe, die existieren. Bei gutem Wetter mit magischer und kamaler Unterstützung brauche ich 5 Tage. Bei größtenteils gutem Wetter 6 Tage. Gemischtes Wetter, schlechter Wind oder Flaute 7 bis 8 Tage. Bei Sturm 8 bis 9, bei schwerem Sturm mit einigen Reparaturen 9 bis 11 Tage. Das sind die Entfernungen, die ich brauche bis nach Rulat. Wann ist diese Sternposition erreicht? In 12 Tagen. In 12 Tagen. Göttergefällige 12 Tage. Aye.